Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie erneut begrüßen zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute mit unserer Serie über den Anfang abschließen, in dieser fünften Predigt über dieses Thema. Und wir hatten ja in der letzten Folge bereits gesehen, dass damals Gott den Menschen erschuf, Adam und Eva, und dass er sie in einen Garten versetzte, den Garten Eden, das Paradies, und dass in diesem Garten zwei Bäume wuchsen. Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und wir hatten uns in der letzten Folge eingehend mit dem Baum des Lebens befasst. Und ich möchte heute über den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sprechen. Denn wie gesagt, waren dies zwar buchstäbliche Bäume, aber sie hatten auch symbolische Bedeutung, sehr wichtige symbolische Bedeutung. Denn die Entscheidung, die damals Adam und Eva trafen, hat auch für heute noch Auswirkungen, wie wir dies heute sehen werden. Schauen wir uns zunächst einmal noch einmal an, kurz was geschah, und zwar in 1. Mose Kapitel 2. Und lesen wir die Verse 8 und 9. Da heißt es in 1. Mose 2, angefangen Vers 8, und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Vers 9, und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen. Schauen Sie, alle diese Bäume waren verlockend anzusehen und gut zu essen. Und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Also auch dieser Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen war verlockend anzusehen, wie das nachher dann noch näher beschrieben wird. Aber es gab hier etwas, was Gott deutlich gesagt hatte in Vers 16. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Also mit anderen Worten, von allen Bäumen, inklusive dem Baum des Lebens. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Das war also ein Verbot. Die durften nicht von diesem Baum essen, denn, er sagt hier, an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Und wir hatten bereits gesehen, dass dies entweder bedeuten kann, dass dann die Entscheidung getroffen werden würde, dass Adam und Eva sterben würden, oder auch, dass natürlich sie beginnen würden zu sterben, eine kontinuierliche Entwicklung wird dargestellt, oder aber auch, dass ein Tag ja mit 1000 Jahren verglichen wird und Adam wurde in der Tat 930 Jahre alt. Mit anderen Worten, er starb noch am ersten Tag, nachdem er vom Baum der Erkenntnis gegessen hatte. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Eva. Nun lesen wir weiter in Kapitel 3, angefangen Vers 1, was geschah. 1. Mose 3, angefangen Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Und andere Übersetzungen haben hier genauer, ihr sollt nicht essen von keinem einzigen Baum im Garten. Das ist das, was Satan hier, die Schlange, wie wir noch sehen werden, gesagt hat. Vers 2, und da sprach das Weib zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rührt sie auch nicht an. Nun, davon steht nichts in der Bibel, dass Gott gesagt hatte, rührt sie auch nicht an. Man sieht schon in gewisser Weise den Zweifel hier, der von Eva ausgesprochen wird, dass ihr nicht sterbet. Vers 4. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß an dem Tage, da ihr davon esset. Nun, Gott hatte gesagt, an dem Tage, wenn ihr davon esset, werdet ihr sterben. Die Schlange sagt, an dem Tage, da ihr davon esset, da werden eure Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Wir haben, wie ich das letzte Mal bereits ausgeführt habe, eine Broschüre verfasst mit dem Titel Menschliches Leid, weshalb und wie lange noch. Und ich möchte jetzt hier kurz ein wenig aus dieser Broschüre zitieren, mit Blick auf diese Stellen, die wir gerade gelesen haben. Da schreiben wir, anstatt vom Baum des Lebens zu essen, aßen Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Gott erschuf auch diesen Baum, allerdings sollte der Mensch nicht von ihm essen. Damit führte er den Menschen nicht in Versuchung zu sündigen, vielmehr prüfte er ihn. Indem er ihm die Gelegenheit anbot, vom Baum des Lebens zu essen, ermöglichte er ihm gleichzeitig, ihm zu gehorchen. Jedoch beschloss der Mensch, wie wir noch sehen werden, nicht Gott, sondern der Schlange, Satan, den Teufel, zu gehorchen. Als er nicht vom Baum des Lebens, sondern vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen aß, traf der Mensch die Entscheidung, die Weisheit Gottes sowie das ewige Leben zu verwerfen. Denn wir hatten ja gesehen, dass der Baum des Lebens für letztendlich ewiges Leben stand. Und stattdessen die Weisheit dieser Welt anzunehmen, wie wir noch sehen werden, denn der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen hat mit der Weisheit dieser Welt zu tun.
Aber diese Weisheit dieser Welt führt zum Tod. Der Mensch wies Gott zurück und wurde dadurch zu einem Knecht Satans. Schauen wir uns hier mal kurz eine Stelle an im Buch Jeremia in Kapitel 2. Denn die Entscheidung, wie ich sagte, die Adam und Eva trafen, die wurde dann auch immer mehr von den Nachkommen von Adam und Eva getroffen. Das geschah nicht automatisch, aber es geschah, weil die Menschen dem Beispiel Adam und Eva folgen wollten. Und so lesen wir in Jeremia, Kapitel 2 und Vers 13, dass Gott sagt, denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie. Und sie machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Und das ist genau geschehen. Und das geschieht auch heute noch. Anstelle sich an die lebendige Quelle, an Gott zu wenden, wenden sich die Menschen heute an alle anderen möglichen Alternativen, an rissige Zisternen, die doch wirklich kein Wasser, keine Wahrheit, kein Leben geben können. Und deswegen leben wir in der Welt, in der wir heute leben. Davon später mehr. Zunächst einmal möchte ich zurückkehren zu dem, was wir hier in unserer Broschüre sagen. Es heißt nämlich dann, Gott hat den Menschen von den Konsequenzen schon im Voraus unterrichtet. 1. Mose 2, 17 berichtet, dass Gott ihnen erzählte, sie würden letztendlich des Todes sterben, wenn sie vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen äßen. Vermutlich hat er ihnen auch bereits angekündigt, dass sie bis zu ihrem Tod in Leid und unter Schmerzen weiterleben müssten. Denn wir sehen ja später, nachdem Gott sowohl Adam und Eva und die Schlange konfrontiert, was für ein Leid über Adam und Eva gebracht wurde. Aber das war die Entscheidung, die Adam und Eva getroffen haben. Die hatten ohne weiteres und ohne allen Zweifel gewusst, was ihnen bevorstand, wenn sie Gott geglaubt hätten. Aber sie haben eben Gott zunächst einmal nicht geglaubt. Das war das Problem. Zumindest jedenfalls Eva nicht. Und Adam hat dann dummerweise der Führung Eva gehorcht. Wir lesen und schreiben weiter. Doch die betrügerische und hinterlistige Schlange Satan überzeugte Eva vom Gegenteil, wie wir gerade gelesen hatten. 1. Mose 3, die Verse 4 und 5 berichtet uns, dass Satan Eva täuschte, indem er ihr sagte, sie würde keineswegs sterben und vielmehr wissen, was gut und böse ist. Nun, was ist mit Wissen gemeint? Wussten sie es vorher nicht? Natürlich wussten sie es. Sie wussten ja zum Beispiel, dass sie nackt waren und sich nicht schämten. Sie wussten ohne Zweifel, dass der Sabbat zum Beispiel heilig war, denn Gott hatte ja den Sabbat als einen heiligen Tag eingesetzt, ihn geheiligt. Aber hier geht es nicht um das objektive Wissen, hier geht es um die Entscheidung, die man treffen will. Was Satan, Adam und Eva, oder zumindest hier Eva zunächst einmal sagt, war Folgendes. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet für euch selbst entscheiden können, was richtig und was falsch und was gut und was böse ist. Ihr braucht nicht Gott, der euch das sagt. Ihr seid selbst Gott in dem Sinne. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr habt die Entscheidungsgewalt, ihr habt die Entscheidungsbefugnis. Ihr werdet für euch bestimmen. Man hört ja so viel von dem Selbstbestimmungsrecht. Ihr werdet bestimmen für euch selbst, was gut und was falsch und was richtig und was böse ist. Und nach dieser Bestimmung werdet ihr dann leben. Natürlich hat Satan es so dargestellt, als ob dies eine gute Sache wäre. Und genau das ist natürlich auch geschehen. Viele, die meisten, die überwiegende Mehrzahl der Menschen hat immer so gelebt. Hat sich nicht darum gekümmert, was Gott ihnen gesagt hat. Nicht anerkannt, was Gott als richtig und als falsch dargestellt hat. Sie wollten es selbst bestimmen. Und so haben sie bestimmt, dass es zum Beispiel gut ist, Abtreibungen zu begehen. Dass es zum Beispiel gut ist, in den Krieg zu ziehen. Dass es zum Beispiel gut ist, gerechtfertigt ist, Ehebruch zu betreiben unter gewissen Voraussetzungen. Zu lügen. Politiker heute lügen, man weiß das. Man glaubt ja gar nicht daran, dass die mal die Wahrheit sprechen. Man geht davon aus, dass die lügen. Das ist Teil der Realität geworden. Selbstbestimmungsrecht. Man lehnte sich gegen Gott auf und so hat es Eva ursprünglich getan, unter der Einflussnahme Satans. Und das ist das, was Satan von vornherein beabsichtigt hatte. Schauen Sie, hat gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Darauf kommen wir nachher noch zu sprechen, denn wer war es, der so sein wollte wie Gott ursprünglich? Wir hatten das bereits ja in vorangehenden Predigten erwähnt. Nun, wir lesen hier weiter. Anstelle von Wissen ist die Wortwahl entscheiden eine bessere Alternative. Sie wollten entscheiden, was gut und böse war. Gott hatte Adam und Eva ja bereits gesagt, was gut und böse ist, bevor er Satan überhaupt erlaubte, sich dem Menschen zu nähern.
Was ist mit der Schlange? Das heißt hier, die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott gemacht hatte. War das jetzt hier eine buchstäbliche Schlange? Wir lesen später im Buch der Offenbarung, dass der Teufel mit der alten Schlange identifiziert wird, mit dem Drachen. Aber hier geht es scheinbar um eine richtige Schlange, denn Gott vergleicht ja diese Schlange mit den anderen Tieren des Feldes, die er gemacht hatte. Und schauen Sie, Gott hat Tiere erschaffen in unterschiedlichster Beziehung. Und hier war die Schlange, die war listiger. Die hatte eine gewisse Fähigkeit, listig zu sein. Und Satan, ohne Zweifel, hat diese Fähigkeit ausgenutzt. Wir gehen davon aus, dass Satan diese Schlange tatsächlich besessen hat und dass er durch diese Schlange sprach. Aber er konnte dies nur deshalb tun, weil die Schlange ohnehin schon eine gewisse, ich möchte mal sagen, Voraussetzung mit sich brachte, eben dass sie listiger war als alle anderen Tiere des Feldes. Schauen Sie, Satan kann Tiere besitzen, Dämonen können Tiere besitzen, wir lesen dies klar und deutlich in der Bibel. Und wir lesen auch, dass Tiere durchaus die Entscheidung oder die Fähigkeit haben, in einem gewissen Maße zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Schauen Sie, wenn zum Beispiel Ihr Hund etwas tut, was er nicht tun darf, Sie können sofort sehen, dass er da ein, ich möchte mal sagen, in Anführungszeichen, schlechtes Gewissen hat. Ich spreche natürlich jetzt in menschlicher Weise, aber Sie verstehen, was ich meine. Der weiß, er hat was Falsches getan. Wir haben das vielfach erlebt mit unseren Hunden, wenn wir sie allein gelassen haben. Wir kamen nach Hause und bemerkten sofort, die haben irgendetwas getan, so wie sie sich verhalten hatten, was sie nicht hätten tun sollen. Und sicherlich war das dann auch der Fall. Wir lesen auch, dass Gott auf Tiere Einfluss nehmen kann. Wir lesen, dass er zum Beispiel den Raben gebot, Elia mit Brot zu versorgen. Wir lesen, dass er zum Beispiel dem Ungeheuer gebot, Jona ans Land zu speien. Nun, wie tut er das? Wenn Gott auf den Menschen Einfluss nimmt, dann wirkt er auf den Geist des Menschen ein. Wir wissen ja, dass jeder Mensch einen Geist hat, unabhängig jetzt von dem Heiligen Geist Gottes. Der wird denen gegeben, die sich bekehren. Aber jeder Mensch wird mit einem Geist geboren, dem Geist im Menschen. Und dieser Geist, wie es heißt, wird einem von Gott gegeben. Und er wird zurückkehren zu Gott, wenn der Mensch stirbt. Und dieser Geist ist keine Seele. Dieser Geist ist nicht etwas, was unabhängig von dem Menschen Bewusstsein hätte. Aber dieser Geist verbindet sich mit dem Gehirn des Menschen und wird dadurch auch in der Lage sein, dem Menschen zum Beispiel die Intelligenz zu geben, die er sonst nicht hätte. Wodurch er sich von dem Tier unterscheidet. Aber wir lesen auch, dass Tiere einen Geist haben, nicht den Geist der Menschen. Aber sie haben einen Geist, wie es heißt, ganz klar, im Buch 1. Mose und in vielen anderen Stellen. Und so wirkt Gott auch auf diesen Geist der Tiere ein. Und so kann eben auch Satan auf diesen Geist der Tiere einwirken. Und hier lesen wir, dass Satan scheinbar eine Schlange, diese listige Schlange, die listiger war als alle Tiere des Feldes, beeinflusst hat. Und nun Eva, die hatte ja keinerlei Vergleichsmöglichkeit, als jetzt die Schlange anfing mit ihr zu sprechen, die hat sich nicht irgendwie gewundert, dass dies möglich war. Das war für sie ja alles neu. Und sie hat das akzeptiert und hat dann eben auf diese Einflussnahme reagiert. Die Schlange, Satan, hat Eva getäuscht. Sie hat sie betrogen. Sie hat gesagt, an dem Tage, an dem du von diesem Baum isst, wirst du keineswegs des Todes sterben, sondern du wirst wissen oder erkennen oder bestimmen, was gut und böse ist für dich selbst. Du wirst diese Erkenntnis, diese Weisheit, dieses Wissen für dich in Anspruch nehmen können und du wirst dadurch sein wie Gott. Schauen Sie, und jetzt war es die Frage, wem wollte Eva glauben? Glaubte sie Gott, der gesagt hatte, ihr sollt nicht von diesem Baum essen, wenn ihr von diesem Baum esset, dann werdet ihr sterben? Oder wollte sie der Schlange glauben? Die sagte, nein, nein, Gott hat euch betrogen und ihr werdet so sein wie Gott. Nun, sie entschied sich dafür, der Schlange zu gehorchen, der Schlange zu glauben, Satan zu glauben, auf Satans Einflüsterungen einzugehen und dann von dem Baum der Erkenntnis zu essen. Schauen wir uns Vers 6 an, wie dies geschah. 1. Mose 3 und Vers 6. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Nun, das hatte Gott ja auch gesagt. Er hatte gesagt, alle die Bäume, die er erschaffen hatte, von denen war gut zu essen. Gleichwohl war ihnen verboten worden, von dem Baum der Erkenntnis zu essen. Nun, das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte.
Welche Klugheit wird hier angesprochen? Woher wusste sie das überhaupt? Nun, sie wusste es, weil Satan es ihr gesagt hatte und sie hatte es ihm geglaubt. Aber es geht ja nicht um die göttliche Klugheit. Die göttliche Klugheit wäre gewesen, von dem Baum der Erkenntnis nicht zu essen. Aber sie erkannte, dass dieser Baum menschlich gesehen klug machte, eine menschliche Klugheit in ihr erzeugen würde. Und sie nahm von der Frucht und sie aß. Und sie gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon. Und er aß. Nun, wir lesen später, dass Eva verführt wurde durch Satan, den Teufel. Adam wurde nicht verführt. Das bedeutet, dass Adam von der Frucht aß, obwohl er noch nicht einmal verführt worden war. Man könnte sagen, er verführte sich selbst. Er meinte, er könne ruhig von der Frucht essen. Eva hatte es getan, die ist nicht gestorben. Okay, dann kann ich auch davon essen, dann werde ich auch nicht sterben. Natürlich war das eine dümmliche Entscheidung, offensichtlich, aber Adam hat eben nicht die Position des Führers in der Familie eingenommen und gesagt, nein, Gott hat uns gesagt, wir sollen davon nicht essen. Wir sollten also von daher auch nicht essen. Er hat also der Eva gehorcht und ist der Eva, so wie ein Trottel, nachgefolgt. Zurückkehrend zu unserer Broschüre lesen wir Folgendes. 1. Mose 3 und Vers 6 schildert weiter, dass Eva den Baum ansah und zum Schluss kam, er würde sie weise machen. Also aß sie von diesem Baum und gab auch Adam davon zu essen. Was der Mensch sich dadurch erwarb, war menschliche Weisheit, die der Weisheit Gottes, achten Sie darauf, entgegengesetzt ist. Die Weisheit der Welt ist Narrheit bei Gott. Diese Weisheit, die jetzt die Menschen erwarben, die sie haben wollten, war der Weisheit Gottes total entgegengesetzt. Die Weisheit Gottes kann nur von diesem anderen Baum übertragen werden. Die wahre Weisheit Gottes kann uns nur gegeben werden, wenn wir den Heiligen Geist erlangen. Ansonsten leben wir nach wie vor in dieser Welt und unter der Weisheit dieser Welt. Adam und Eva hätten von dem Baum des Lebens essen sollen. Sie hätten dann die Weisheit Gottes erlangt. Nicht zu entscheiden, was richtig und falsch war, sondern die Kraft zu bekommen, zunächst einmal die Überzeugung zu erhalten, die wirkliche Überzeugung, dass das, was Gott gesagt hat, richtig war, und dann die Kraft zu erhalten, auch dem dann zu folgen, dem zu gehorchen, was Gott gesagt hat. Die Weisheit dieser Welt sieht das ganz anders. Und so lesen wir, die Weisheit Gottes kann nur vom anderen Baum übertragen werden, dem Baum des Lebens, dem Heiligen Geist. Seither benutzte der Mensch seinen eigenen menschlichen Verstand, um seine eigene Welt zu schaffen und zu versuchen, seine hausgemachten Probleme zu lösen. Im Allgemeinen ist das Ergebnis unaussprechliches Leid und Elend, verbunden mit Schmerz und Tod. Schauen Sie, die Bibel hat viel darüber zu sagen, warum die Welt so ist, wie sie heute ist. Es liegt daran, dass der Mensch sich entschieden hat, Gott überhaupt gar nicht mehr in die Betrachtung mit einzubeziehen, sondern so zu leben, wie er leben will, und zu meinen, er könnte seine Probleme so lösen, wie er sie lösen will. Und von daher hat man zum Beispiel Kernkraftwerke entwickelt. Man hat von vornherein gewusst, dass die potenziell gesehen gefährlich sind. Und jetzt erleben wir die Katastrophe in Japan. Und jetzt sind immer noch die meisten in der Presse nicht bereit anzuerkennen, was dort eigentlich geschieht. Und die japanische Regierung lügt natürlich weiter und versucht alles das ein bisschen zu beschwichtigen. Eine Katastrophe ungeahnten Ausmaßes kommt auf uns zu. Und dann wird gesagt, ja, aber das kann ja nicht irgendwo anders passieren. Das kann zum Beispiel nicht in Amerika passieren, wo es eben auch sehr viele Nuklearwaffen gibt, natürlich diese Kernkraftwerke. Und das kann natürlich auch nicht in Deutschland passieren. Es wurde sogar gesagt, obwohl einige dieser Kernkraftwerke jetzt stillgelegt worden sind, zunächst einmal vorübergehend, einige vielleicht sogar permanent. Ja, aber klar, in Deutschland, da haben wir nicht solche Erdbeben zu erwarten oder solche Tsunamis zu erwarten wie in Japan. Machen Sie sich nichts vor. Die Bibel macht es ganz deutlich, dass Deutschland, dass Europa von Erdbeben heimgesucht werden wird und auch von Tsunamis. In gleicher Größe, wenn nicht sogar noch größer, als wie es in Japan geschehen ist. Das gleiche gilt für Amerika. Aber die Menschen meinen, sie könnten diese Probleme, die einen ungeahnten Ausmaß angenommen haben, nach wie vor durch ihre eigene Weisheit lösen. Schauen wir uns einmal an, was die Bibel dazu zu sagen hat. In 1. Korinther Kapitel 2. 1. Korinther Kapitel 2. Und behalten Sie Ihre Finger hier im 1. Buch Mose. Da kommen wir nachher natürlich noch drauf zurück. Aber in 1. Korinther Kapitel 2 lesen wir einmal
angefangen in Vers 1. 1. Korinther 2, angefangen in Vers 1. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Schauen Sie, die meisten Menschen heute haben von Gott gar keine Ahnung. Für die meisten Menschen ist der wahre Gott der Bibel ein Geheimnis. Etwas, was sie nicht begreifen können, was sie nicht begreifen wollen. Aber Paulus hat es denen, die berufen wurden zur Wahrheit, erklärt. Aber er sagt, wie habe ich es euch erklärt? Vers 2, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus den Gekreuzigten. Mit anderen Worten, es ging hier darum, dass er zunächst einmal verkündigte, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Wer Jesus Christus war, dass er Gott war, bevor er Mensch wurde, dass er ein Mensch wurde, um für uns zu leiden, um für uns zu sterben, um im Fleisch die Sünde zu überwinden. Später heißt es, dass es keinen anderen Namen unter dem Himmel gibt, durch den wir gerettet werden können, als alleine Jesus Christus. Aber es geht noch weiter. Es geht auch darum, dass wenn wir bekehrt werden, wenn wir den Heiligen Geist erhalten, dann wird Jesus Christus in uns leben. Er wird sein Leben erneut in uns leben. Denn alleine auf sich gestellt können sie nicht die Wahrheit verfolgen, können sie nicht nach der Wahrheit leben, können sie nicht die Wahrheit umarmen sozusagen. Die Wahrheit ist für sie nicht zugänglich. Alles dies muss durch Gott, muss durch Christus geschehen. Es heißt ja auch, keiner kann zu Christus kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Sie wollen ein wahrer Christ werden. Wenn sie es wirklich werden wollen, dann deshalb, weil der Vater sie zieht. Ansonsten könnten sie diesen Wunsch erst gar nicht haben. Aber es geht natürlich auch darum, dann dem zu gehorchen, was Gott einem sagt. So sagt Paulus hier in Vers 3, und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. In Schwachheit und in Furcht und in großem Zittern, dass er nicht etwas tun würde, was falsch wäre. Dass er nicht irgendwie so leben würde, was dem, was Gott ihm gesagt hat, entgegengesetzt wäre. Darum ging es. Er war besorgt darum, dass er keinen Stein des Anstoßes für die Geschwister abgeben würde. Es heißt hier in Vers 4, und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit. Einige überzeugen sich menschlich gesehen von gewissen Argumenten. Und ich habe sogar auch Fälle kennengelernt, wo Menschen meinen, ja okay, also die Argumente, dass man den Sabbat halten muss zum Beispiel, den man nach wie vor halten muss, die Zeitspanne von Freitagabend, Sonnenuntergang bis Samstagabend, Sonnenuntergang, ein absolutes Muss für die Menschheit. Die meisten lehnen das total ab, aber einige halten ihn, aufgrund von Überlegungen. Wir lesen so einige Stellen und sagen, ja okay, das sehe ich ein. Sind aber keineswegs bekehrt. Schauen Sie, ich sage das eindeutig. Ein Christ, der bekehrt ist, wird den Sabbat halten. Aber nicht jeder, der den Sabbat hält, ist bekehrt. Sehen Sie den Unterschied? Aber Paulus sagt hier, ich bin nicht gekommen mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Und die kann nur dadurch kommen, wenn man vom Baum des Lebens isst. Und wenn man aufhört, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Er sagt dann hier in Vers 6, wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen. Nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen. Achten Sie nicht auf die Weisheit dieser Herrscher dieser Welt, die uns dieses ganze Unglück beschert haben, das wir heute haben. Sondern wir reden, Vers 7, von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist. Sie ist dieser Welt verborgen. Sie kann nur erkannt werden von denen der Verstand geöffnet wird von Gott. Die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit. Diejenigen, die Gott berufen würde, für die würde es kein Geheimnis mehr sein. Und sie würden diese Weisheit Gottes dann erkennen und akzeptieren. In Kapitel 3, in 1. Korinther, lesen wir angefangen in Vers 8. 1. Korinther 3 und Vers 8. Ich lese 1. Korinther 3 und Vers 18. 1. Korinther 3 und Vers 18. Niemand betrüge sich selbst. Niemand betrüge sich selbst. Wer unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, der werde ein Narr, dass er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben, die Weisen fängt er in ihrer Klugheit. Und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind.
Aber schauen Sie, das war die Weisheit, die Eva in Anführungszeichen erkannte, als sie vom Baum der in Anführungszeichen Erkenntnis aß. Das war die Weisheit, die sie haben wollte, die Weisheit, die sie klug machen würde, aber nicht klug im Sinne von Gott, klug im Sinne der Weisheit dieser Welt. Und schauen wir uns das Endergebnis an, was diese Weisheit der Welt gebracht hat und immer noch bringt. Im Römerbrief, im 3. Kapitel, Römer Kapitel 3 und angefangen in Vers 10. Römer Kapitel 3 und angefangen in Vers 10. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Das ist eine sehr starke Aussage. Keiner, der nicht von Gott berufen ist, keiner, der nicht begonnen hat, die Weisheit Gottes anzunehmen, ist gerecht, auch nicht einer. Paulus beschreibt hier den Zustand dieser Welt. Er schreibt hier nicht über Christen, er schreibt über den Zustand dieser Welt. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen, auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Wir sprechen heute viel von Frieden. Wir schauen uns die Zustände in Libyen an und wir haben alle möglichen Ideen, wie man da vielleicht Frieden bringen kann. Keine dieser Ideen wird Frieden bringen. Keine. Weil alle Menschen sich abgewendet haben von Gott, nicht wissen wollen, was Gott uns sagt, wie man Frieden bringen kann. Und so heißt es hier, es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Nun, das können Sie ablehnen, da können Sie darüber denken, wie Sie wollen. Das ist das, was in der Bibel steht. Im inspirierten Wort Gottes. Wenn Sie Gott glauben wollen, müssen Sie anerkennen, dass das die Wahrheit ist, was Gott hier sagt. Oder wollen Sie sein wie Eva, die sagt, ja, ich glaube Gott nicht. Ich glaube lieber Satan, der sagt, ich bin schon gerecht. Ich brauche Gott nicht. Ich lebe schon ein ganz gutes Leben. Das ist das, was Eva gedacht hatte. Schauen Sie, es heißt hier in 1. Mose Kapitel 3, kehren wir zu 1. Mose Kapitel 3 zurück. Und Vers 7, noch einmal, nachdem Eva von dem Baum der Erkenntnis gegessen hatte und dann auch Adam gegessen hatte, dann heißt es in Vers 7, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, die Elberfelder Bibel übersetzt, und sie erkannten, bei dem Wortspiel bleibend mit dem Baum der Erkenntnis, und sie erkannten, sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und sie flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Nun, hatten Sie das vorher nicht gewusst? Ich meine, wir hatten vorher gelesen. Die waren beide nackt. Und sie schämten sich nicht voreinander. Ich meine, die waren ja nicht Leute, die da mit blinden Augen herumliefen und nicht erkannten, dass sie nackt waren. Darum geht es hier nicht. Es geht hier um das Gefühl der Scham, das jetzt gekommen war, als Teil der Weisheit dieser Welt. Schauen Sie, was taten sie? Sie flochten Feigenblätter, machten sich Schürze. Aber es geht noch weiter. Vers 8. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Warum versteckte er sich? Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Und darum versteckte ich mich. Schauen Sie, das war vorher nicht der Fall. Vorher haben sich Adam und Eva nicht vor Gott versteckt. Vorher haben sich Adam und Eva nicht gefürchtet vor Gott. Sie haben sich nicht geschämt. Alles dies kam, als sie vom Baum der Erkenntnis aßen. Von dem Baum, von dem Gott gesagt hatte, esst nicht davon. Weil dies eine andere Weisheit sein würde, als die, die Gott ihnen geben wollte, durch den Baum des Lebens. Und hier kam das Schamgefühl, hier kam die Furcht, hier kam das Bedürfnis, sich vor Gott zu verstecken. Und so fragt Gott in Vers 11, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Es geht nicht darum, dass sie nicht vorher wussten, dass sie nackt waren. Wer hat dir gesagt, dass das Nacktsein in der Ehe etwas ist, dessen man sich schämen muss? Und was muss man? Da muss man sich sogar vor Gott verstecken. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot? Du solltest nicht davon essen.
Gott macht sehr deutlich, wo dieses Gefühl herkam. Es kam nicht von Gott. Es kam von dem Baum der Erkenntnis, der unter der Inspiration von Satan dazu geführt hat, dass die eben davon gegessen haben und dann so reagiert haben, wie sie reagierten. Denn wie ich sagte, als sie erschaffen worden waren, da hatten sie dieses Schamgefühl eben noch nicht. Schauen Sie, die Weisheit dieser Welt, und ich hatte das ja in der letzten Sendung eingehend behandelt, die Weisheit dieser Welt hat zu zwei total entgegengesetzten, radikalen Auffassungen geführt. Die eine ist, die wir hier gerade gelesen haben. Die andere ist das genaue Gegenteil. Dass heute sogar unsere Kinder in den Schulen, unsere Kleinkinder in den Schulen, in Anführungszeichen Sexualunterricht erhalten, wo also alles Mögliche denen beigebracht wird, wo natürlich es keinerlei Schranken mehr gibt, wenn man homosexuell sein will, das ist fein, wenn man lesbisch sein will, das ist fein, wenn man in wilder Ehe leben will, das ist fein, wenn man nackt herumlaufen will, überall, das ist auch fein und so weiter und so fort. Schauen Sie die beiden Extreme. Aber das, was Gott hier innerhalb des Intimbereiches der Ehe geschaffen hat, ja, das wird abgelehnt, weil letztendlich die Ehe ist ja sowieso überholt. Haben wir irgendwelche Fragen, wo das alles herkommt? Wenn wir dem glauben, was die Bibel sagt? Schauen Sie, zu entscheiden, was gut und was böse ist, das steht bei Gott. Der Mensch hat diese Entscheidungsbefugnis nicht. Er hat sie sich angenommen, aber er hat dadurch Gott verworfen. Der Mensch hat lediglich die Entscheidungsbefugnis, dem zu folgen, was Gott gesagt hat, zu wählen sozusagen. Aber das ist ja nicht das, was der Mensch will. Der Mensch will ja sein wie Gott, zu bestimmen, was gut und was böse ist. Er will ja nicht mehr Gott als irgendwelche Autorität anerkennen in seinem Leben. Und dadurch, dass Eva und Adam von dem Baum des Lebens aßen, oder vielmehr von dem Baum der Erkenntnis aßen, haben sie einen Zyklus in Gang gesetzt, der heute noch existiert und auch noch existieren wird, bis Jesus Christus zurückkommt. Eine Welt, die total abgeschnitten ist von Gott und göttlicher Weisheit und göttlicher Richtungsgebung. Und deswegen haben wir die Regierungen, die wir heute haben. Deswegen haben wir die Zustände, die wir heute haben in all diesen Ländern. Und wenn da Katastrophen hereinbrechen, dann fragt man sich ja, warum lässt Gott das zu? Nun, wir haben uns von Gott abgewandt. Wir wollen ja gar nichts von Gott wissen. Wie können wir dann die Frage stellen, ja, warum lässt Gott das zu? Wollen wir Gott dafür verantwortlich machen, dass wir so leben, wie wir leben? Schauen Sie, der Teufel kam, Satan kam und sagte Eva, wenn du von diesem Baum isst, dann wirst du so sein wie Gott. Und es war immer schon, interessanterweise, wenn man die Geschichten, die Annalen, die Historien der Menschheit liest, es war immer schon der Wunsch der Menschheit, wie Gott zu werden oder Gott zu werden. Der berühmte deutsche Philosoph Nietzsche, der nachher ja auch dann wahnsinnig wurde, der hat ja darüber geschrieben, dass er Gott war. Adolf Hitler hat deutlich verkündigt, ich möchte Ihnen das mal vorlesen, dass der Mensch Gott ist. Er sagte, der Mensch wird Gott. Wir sind freie Menschen, die fühlen und wissen, dass Gott in uns ist. Aber nicht der wahre Gott der Bibel natürlich. Nein, er war davon überzeugt, dass er selbst als Gott Entscheidungen treffen konnte. Wir lesen in der Bibel, dass es zu einem späteren Zeitpunkt noch einen Menschen geben wird, einen falschen Propheten, der Böse, wie er genannt wird, der Gesetzlose, der sogar im Tempel Gottes sein wird, scheinbar in Jerusalem, wenn die Juden beginnen werden, einen neuen Tempel noch zu bauen, vor der Wiederkunft Christi, und der von sich vorgeben wird, Gott zu sein. Ganz eindeutig wird dies in der Bibel beschrieben. Wir haben heute eine religiöse Persönlichkeit bereits, die sich den Repräsentanten oder Stellvertreter Gottes auf Erden nennt und damit sich das Recht anmaßt, Gesetze zu erlassen, religiöse Gesetze, die im klarsten Widerspruch stehen zu der Bibel. Und die Menschen folgen diesen Persönlichkeiten nach, aber nicht dem, was die Bibel sagt. Natürlich hatten wir gelesen, und wir hatten ja bereits gesehen, dass es das Potenzial des Menschen ist, Gott zu werden, aber nicht auf diese Weise, wie Satan es Eva vorschlug. Der Mensch kann nur dadurch sein Potenzial erreichen, wenn er Gott gehorsam ist. Denn nur Gott kann einem dieses Potenzial geben und dieses Potenzial verleihen. Und wenn Adam und Eva vom Baum des Lebens gegessen hätten, dann hätten sie damit den Heiligen Geist erhalten
Und mit der Zeit wären sie dazu gebracht worden, dann letztendlich verwandelt zu werden in Geistwesen. Es braucht natürlich eine gewisse zeitliche Entwicklung. Man muss sich immer weiter charakterlich entwickeln, dahingehend, das Böse zu verwerfen, das Gute zu erwählen. Aber Satan sagte denen, nein, nein, das braucht ihr nicht. An dem Tage, an dem ihr davon esst, da werdet ihr bereits schon so sein wie Gott. Satan wollte so sein wie Gott. Er wollte Gott von seinem Thron stürzen. Wir lesen es ja im Buch Jesaja und im Buch Ezekiel. Er wollte sein wie Gott oder Gott über das Universum herrschen. Und nachdem dieser Plan fehlgeschlagen war, hat er jetzt die Menschen inspiriert, das Gleiche zu tun, das Gleiche zu denken, so zu handeln. Schauen Sie, Eva erkannte, nachdem sie von dem Baum gegessen hatte, dass Satan sie betrogen hatte. Wir lesen nämlich in 1. Mose 3, angefangen in Vers 12, nachdem Gott den Adam gefragt hatte, ja, hast du von dem Baum gegessen? Da sprach der Adam in Vers 12, das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Mit anderen Worten, es ist nicht meine Schuld, es ist die Schuld der Frau und nicht nur der Frau, deine Gott, denn du hast mir ja dieses Weib gegeben. Wir sehen keinerlei Anzeichen hier von Reue. Wir sehen lediglich Anzeichen für das Bedürfnis, sich zu rechtfertigen. Und so heißt es dann in Vers 13, und da sprach Gott der Herr zum Weibe, ja, warum hast du das getan? Und das Weib sprach, die Schlange betrog mich. Und ich aß. Betrog mich. Warum? Weil die Schlange gesagt hatte, an dem Tage wirst du sein wie Gott. Und Eva aß davon und erkannte, sie war nicht so wie Gott. Im Gegenteil, jetzt kam ein Schuldgefühl in ihr auf. Sie begannen sich zu fürchten. Satan, der große Betrüger, der Betrüger der Menschheit. Die meisten Menschen heute haben das noch nicht erkannt, dass Satan derjenige ist, der uns betrügt. Sie haben noch nicht erkannt, dass wir alle in den Klauen Satans sind oder gewesen sind. Sie wollen das nicht erkennen. Christus sagte später zu den Juden seiner Zeit, ihr seid Kinder, Söhne, Töchter eures Vaters des Teufels und dessen Wünsche und Bedürfnisse und Gelüste wollt ihr tun. Und er sagt, und er ist ein Mörder von Anbeginn und ein Lügner, und in ihm wohnt keine Wahrheit, und wenn er etwas sagt, so sagt er die Lüge. Aber das ist das, was Adam und Eva über uns gebracht haben, durch ihre Sünde, und dadurch, dass dann die Nachwelt, wie ich sagte, nicht automatisch, aber die Nachwelt dem Beispiel von Adam und Eva gefolgt sind. Und was sagt Gott jetzt in 1. Mose 3 und in Vers 22? Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Mit anderen Worten, er bestimmt nun, wie ich Gott, und er sagt unser einer, weil es hier die Rede ist von Gott dem Vater und Jesus Christus dem Sohn, die haben immer schon existiert als Teil der Gottfamilie, die wollen jetzt selbst bestimmen, was gut und böse ist. Dieses Bestimmungsrecht, das alleine Gott zusteht. Und was sagt Gott hier? Nun aber, dass er nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Und da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Von nun an war der Zugang zum Baum des Lebens, zum Heiligen Geist, grundsätzlich von den Menschen abgeschnitten worden. Nun, es würde Ausnahmen geben. Aber diese Ausnahmen bestanden darin, dass Gott individuell und ganz spezifisch gewisse Menschen berufen würde. Aber für die überwiegende Mehrheit der Menschheit besteht der Weg zum Baum des Lebens heute nicht. Er wird wieder geöffnet werden. Es wird wieder die Zeit kommen, nachdem Christus zurückgekehrt ist, wo dann die Menschen, die dann auch leben werden, die Erkenntnis angeboten bekommen werden, wie das bei Adam und Eva der Fall war. Und wir lesen auch zur Zeit des großen weißen Throngerichtes, der zweiten Auferstehung, wie das Buch der Offenbarung im 20. Kapitel es beschreibt, dass der Weg zur Wahrheit wieder geöffnet werden wird für die Menschen dann. Aber heute ist das eben nicht der Fall. Und die meisten verstehen das nicht. Die meisten meinen, wenn sie sich Christen nennen, seien sie bereits Christen, hätten bereits den Heiligen Geist. Das ist keineswegs das, was die Bibel lehrt. Um den Heiligen Geist zu erhalten, muss man zunächst einmal seine Sünden bereuen. Man muss anerkennen, dass man gesündigt hat. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Man muss so dann an den Opfertod Jesu Christi glauben. Nun, wie wir sehen werden,
hatten Adam und Eva bereits schon eine Ahnung davon erhalten, dass Jesus Christus kommen würde, um für Sünde zu sterben. Aber wir sehen keinerlei Anzeichen hier, dass Adam und Eva bereut haben. Und da sie eben nicht bereuten, konnte Gott ihnen nicht mehr den Zugang zum Heiligen Geist anbieten. Und von daher wurde nun der Weg zum Heiligen Geist abgeschnitten. In unserer Broschüre lesen wir Folgendes. In 1. Mose 3, die Verse 22 bis 24 heißt es, dass Gott den sündigen Menschen aus dem Paradies vertrieb, weil dieser ihm gegenüber ungehorsam war und seinen Weg des Lebens verwarf. Ein Kommentator, Matthew Henry, hat folgende interessanten Erläuterungen. Er sagt, der Grund, den Gott für den Ausschluss des Menschen aus dem Paradies anführte, nicht nur, weil er seine Hand ausstreckte und vom Baum der Erkenntnis nahm, was seine Sünde war, er sollte nicht abermals seine Hand ausstrecken und auch vom Baum des Lebens nehmen und sich selbst mit der Einbildung schmeicheln, dadurch ewig leben zu können. Schauen Sie, der Baum des Lebens war ein buchstäblicher Baum, er stand auch symbolisch für den Heiligen Geist. Aber die Idee war jetzt die, wenn jetzt Adam und Eva vom Baum des Lebens genommen hätten, ohne zu bereuen, hätten sie den Heiligen Geist gleichwohl nicht erhalten, hätten aber vielleicht denken können, sie haben ihn erhalten. Wie das heute viele Menschen auch denken. Die meinen, wenn sie getauft werden, vielleicht als kleines Baby, dann hätten sie den Heiligen Geist erhalten. Oder wenn sie heute als Erwachsene getauft werden, ohne wirklich bereut zu haben, dann würden sie den Heiligen Geist erhalten. Ein großer Betrug. Und Gott hat von Anfang an es klargestellt, dass dies nicht der Fall sein würde. Der andere Kommentar von Jameson, Fawcett und Brown hat Folgendes zu sagen. Dieser Baum des Lebens stellt ein Versprechen des unsterblichen Lebens dar, mit dem Gehorsam belohnt werden soll. Gehorsam? Belohnt? Die meisten Anführungszeichen Christen heute glauben nicht an Gehorsam und schon gar nicht an Lohn. Er fährt fort zu sagen, der Mensch verlor jeglichen Anspruch auf diesen Baum und so sandte der Herr ihn aus dem Garten, dass er nicht von ihm essen oder sich gar mit dem Gedanken täuschen möge, er könne rückgängig machen, was er zuvor verwirkt hatte. Und wir fahren fort zu schreiben, natürlich erlaubte Gott Adam und Eva nicht, im Nachhinein vom Baum des Lebens zu essen, weil er an ihnen keine Reue für ihre Tat sah. Zwar vernichtete Gott den Garten mit dem Baum des Lebens damals nicht, doch er ließ dessen Eingang von Engelwesen, den Cherubim, bewachen. Die Nelson Study Bible schreibt, die Tatsache, dass der Baum des Lebens verblieb, auch wenn von Engeln mit einem Schwert bewacht, war ein Hoffnungsschimmer. Ist es daher nicht möglich, dass die bloße Tatsache, dass der Baum nicht ausgerissen, sondern bewacht wurde, darauf hindeutet, dass seine Frucht eines Tages wieder gegessen werden könnte? In der Tat werden wir ihn eines Tages wieder sehen. Und dann weist der Kommentar Offenbarung Kapitel 22 hin, der in der Tat von dem Baum des Lebens spricht, der dann auf der Erde sein wird. Es heißt hier weiter, Adam und Eva waren nicht länger in der Gegenwart Gottes erwünscht, doch sie hatten die Hoffnung nicht aufgegeben, das Paradies eines Tages zurückzuerlangen. Und die Hoffnung besteht auch heute bei den meisten Menschen, zumindest religiösen Menschen, dass irgendwann es eine bessere Zeit geben würde hier auf Erden. Aber sie verstehen nicht, in meisten Fällen wollen nicht verstehen, was sie dazu beitragen können, um dieses Ziel zu ermöglichen und zur Realität werden zu lassen. Wir sagen dann hier, Leid, Schmerz, Elend und sogar Tod traten mit der Entscheidung Adams und Evas, Gott nicht zu gehorchen und stattdessen Satan nachzufolgen, in diese physische Welt ein. Und seit der Mensch Gottes Anweisungen fortwährend keine Beachtung schenkt, dauert das Leid bis zum heutigen Tage an. Und das ist der Grund, meine Damen und Herren, warum wir heute so viel Leid und so viel Elend auf dieser Erde haben. Aber Gott hat uns nicht ohne ein Zeugnis gelassen. Wenn man wirklich Gott kennenlernen will, besteht die Möglichkeit, zumindest in einem gewissen Umfang. Schauen Sie, was Gott uns sagt, was Gott damals bereits schon den alten Israeliten gesagt hat. In 5. Buch Mose, Kapitel 30. 5. Buch Mose, Kapitel 30. Viele von Ihnen haben mir geschrieben und haben sich über die Predigten gefreut und auch über unsere auf Posten stehen 10-minütigen Programme. Und haben gesagt, sie haben viel gelernt, was wir so in den Predigten hier von uns geben. Die Frage ist natürlich nur, was tun wir mit dieser Weisheit? Was tun wir damit? Es geht nicht nur darum, theoretisches Wissen zu erlangen, es geht auch darum, dann diesem Wissen gemäß zu handeln. Nebenbei gesagt, bevor ich dies vergesse, meine ganze Familie und ich werden Mitte April
während der Tage der ungesäuerten Brote in Deutschland sein. Und wenn Sie sich in Kontakt setzen wollen mit mir, dann schreiben Sie mir bitte und vielleicht können wir das möglich machen. Aber wie gesagt, es geht darum, dass wir nicht nur hören, sondern auch tun, was wir hören. Und so lesen wir in 5. Buch Mose Kapitel 30, angefangen in Vers 19, dass Gott Folgendes sagte zu den alten Israeliten, aber er sagte das Gleiche auch und sagt das Gleiche auch zu uns heute. Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, den Baum des Lebens, den Baum der Erkenntnis, Segen und Fluch vorgelegt. Segen, wenn man vom Baum des Lebens ist, Fluch, wenn man vom Baum der Erkenntnis ist. Denn Fluch ist ja die Strafe für Sünde. So sagt Gott, ich habe euch das alles vorgelegt. Was will aber Gott, dass wir damit tun, mit dem, was er uns vorgelegt hat? Damit du das Leben erwählst. Erwählst. Es geht um eine Wahl, eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen. Schauen Sie, unsere Entscheidung, wenn sie eine richtige Entscheidung ist, hat Auswirkungen in positiver Hinsicht auf unsere Nachkommen. Die werden davon beeinflusst. Wenn wir eine negative Entscheidung treffen, werden die auch davon beeinflusst, in negativer Weise. Und er sagt hier in Vers 20, indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt und seiner Stimme gehorcht und ihm anhanget. Das ist die Liebe Gottes, heißt es im 1. Johannesbrief, dass wir seine Gebote halten. Dass wir seiner Stimme gehorchen, dass wir ihm anhangen. Denn das bedeutet für dich, dass du lebst und alt wirst und wohnen bleibst in dem Lande, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, ihnen zu geben. Aber die Umkehrung ist natürlich auch richtig. Wenn wir nicht so leben wollen, wie Gott es uns gebietet, dann können wir auch nicht davon ausgehen, dass er uns segnen wird, dass wir alt werden. Na, vielleicht werden wir alt, aber nicht unbedingt in Glück und Freude und Frieden. Und dass wir auch nicht unbedingt dort lange leben, wo wir vielleicht zur Zeit heute noch leben. Schauen Sie, wir lesen eine weitere Stelle im Buch Josua, in Kapitel 24. Josua, Kapitel 24, die Verse 14 und 15. Da sagt jetzt Josua kurz vor seinem Tode zu den Israeliten: So fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Euphratstromes und in Ägypten, und dient dem Herrn. Schauen Sie, Sie können nicht beides tun. Sie können nicht dem Gott der Bibel dienen und auch anderen Göttern, die Sie vielleicht auch als den richtigen Gott ansehen, die aber etwas lehren oder deren Lehren im Widerspruch stehen zu dem, was die Bibel sagt. Es geht nicht beides. Und so sagt Josua hier, lasst die Götter fahren, diese falschen Ideen, diese falschen Lehren, dient Gott. Vers 15, gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, es geht wiederum eine Wahl, eine Entscheidung, die wir treffen müssen. So wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stromes, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, sagt Josua, wir wollen dem Herrn dienen. Schauen Sie, ich und mein Haus. Die Entscheidung Josuas, dem Herrn zu dienen, würde Auswirkungen haben auf seine gesamte Familie. Wir lesen auch im Buch der Psalmen, in 119, Psalm 119. Und in Vers 30, Psalm 119 und Vers 30, hier sagt scheinbar David, obwohl es nicht genau gesagt wird, wer hier den Psalm geschrieben hat, wir gehen davon aus, dass es David war. Er sagt in Vers 30, ich habe erwählt den Weg der Wahrheit, deine Weisungen habe ich vor mich gestellt. Also Gott hatte ihm zunächst einmal die Wahrheit zu erkennen gegeben. Aber wie ich sagte, das Wissen alleine, die Erkenntnis alleine ist nicht genug. Jetzt kommt es darauf an, zu wählen. Charakterentwicklung bedeutet zunächst einmal zu verstehen, was richtig und was falsch ist, dann zu wählen, dass man das Richtige tun will und das Falsche ablehnen will und dann auch das Richtige zu tun und das Falsche abzulehnen. Und sagt David hier, ich habe erwählt den Weg der Wahrheit. Und deine Weisungen habe ich vor mich gestellt. Er sagt auch in Vers 173, im gleichen Psalm, Psalm 119 und Vers 173. Er sagt, lass deine Hand mir beistehen, denn, schauen Sie, ich habe erwählt deine Befehle. David verstand,
dass er nur auf die Unterstützung Gottes rechnen konnte, wenn er willens war, die Wahrheit Gottes zu erwählen und zu befolgen. Die meisten Menschen erkennen dies heute nicht. Die meisten Menschen meinen, sie könnten irgendwie Gott so behandeln wie eine Marionette und zu meinen, wenn es irgendwie jetzt Unglück gibt, dann muss Gott einem helfen. Aber sonst kümmert man sich nicht darum, was Gott von einem erwartet. Schauen Sie, Jesus Christus selbst, als er Mensch wurde, musste wählen. Wie ich sagte, er wurde ein Mensch. Als ein Mensch war er zur Sünde fähig. Christus hat niemals gesündigt. Nicht eine Sünde hat er begangen. Nicht einmal gelogen, nicht einmal etwas Falsches getan. Aber gleichwohl musste er das Gute erwählen. Schauen wir uns dies in Jesaja an, Jesaja Kapitel 7. Jesaja Kapitel 7, angefangen Vers 14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Und das bedeutet Gott mit uns. Und dies wird nachher in Matthäus 1 und Vers 23 zitiert und klar auf Jesus Christus angewandt. Vers 15. Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Gutes zu verwerfen oder Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Nun, das heißt nicht, dass er jemals gesündigt hätte. Es heißt aber, dass er kontinuierlich das Böse verwerfen und das Gute erwählen musste und wissen sollte, erkennen sollte, durch Erfahrung erkennen sollte, wie dies möglich war. Es heißt ja, er hat durch das, was er litt, gehorsam gelernt. Nicht, dass er je gesündigt hätte, aber es war eine kontinuierliche Entscheidungswahl, die er treffen musste. Und so lesen wir, dass das Gleiche auch für uns heute gilt. In Jesaja Kapitel 56. Jesaja Kapitel 56. Und das ist eine Stelle, meine Damen und Herren, die dem total widerspricht, was heute gelehrt wird, dass man zum Beispiel heute den Sabbat nicht mehr halten muss, dass man heute den Sonntag halten kann. Schauen Sie, was Gott davon hält, von dieser Idee, von dieser Weisheit dieser Welt. In Jesaja 56, die Verse 4 und 5. Denn so spricht der Herr den Verschnittenen, mit anderen Worten sogar die Eunuchen, die damals in diesen Harems gelebt haben, die eben verschnitten waren. Die konnten daran nichts mehr ändern, dass sie verschnitten waren, aber gleichwohl hat das nicht unbedingt dazu geführt, dass sie nicht berufen werden könnten. Er sagt hier, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohl gefällt, und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben, das ist besser als Söhne und Töchter, einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Wenn er ihnen einen ewigen Namen geben würde, bedeutet dies, dass sie ewiges Leben erhalten könnten. Also selbst die sollten das Richtige erwähnen. Wozu gehört, nach den Aussagen Gottes, den Sabbat zu halten? Und die meisten sehen das heute anders. Die meisten wollen das nicht akzeptieren. Die meisten leben nach wie vor gemäß der Weisheit dieser Welt, die von Satan stammt, nicht von Gott. Und sie müssen auch eine Wahl treffen, wenn sie diese Worte hören, wie sie in der Bibel beschrieben stehen, wem sie glauben wollen, Gott oder den Weisen dieser Welt. Ob das jetzt religiöse Weise sind oder politische Weise oder was für Weise auch immer. In Jesaja 66 lesen wir die Verse 3 und 4. Jesaja 66, die Verse 3 und 4. In Vers 2 vielleicht, um das als Einleitung zu gebrauchen, sagt Gott nämlich Folgendes. Er sagt, meine Hand hat das alles gemacht, er spricht über Himmel und Erde und so weiter. Ist alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Ich sehe aber auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist und der erzittert von meinem Wort. Erzittern Sie vor Gottes Wort? Sind Sie elendig oder demütig? Sind Sie demütig genug, dem zu glauben, was Gott sagt und das auch zu befolgen? Oder sehen Sie das halt anders? Und dann fährt er fort zu sagen in Vers 3, wer einen Stier schlachtet, gleich dem, der einen Mann erschlägt. Es geht darum, dass zunächst einmal hier Grausamkeit angesprochen wird. Wenn man also ein Tier aus Grausamkeit tötet, dann ist das in Gottes Augen so, als ob man einen Mann tötet. Es geht auch darum, dass diejenigen, die zum Beispiel jetzt Opfergaben damals gebracht haben, wenn sie das in der falschen Einstellung taten, dann galt das vor Gott auch nichts. Und so heißt es dann, wer ein Schaf opfert, der gleicht dem, der einem Hund das Genick bricht.
Auch hier wiederum wird Grausamkeit mit angesprochen. Wer ein Speisopfer bringt, gleich dem, der Schweineblut spendet. Oh, ist da irgendwas falsch daran, Schweineblut zu spenden oder Schweinefleisch zu essen oder Blut zu essen? Wer Weihrauch anzündet, gleich dem, der Götzen verehrt. Wahrlich, wie sie Lust haben an ihren eigenen Wegen und ihre Seele gefallen hat an ihren Gräueln, so will auch ich Lust daran haben, dass ich ihnen wehe tue und ich will über sie kommen lassen, wovor ihnen graut. Das wird Gott tun? Schauen Sie, Gott straft. Er straft aus Liebe, aber er straft, um uns zum Bewusstsein zu bringen, dass unser Weg der Sünde und unseres Abfalls von Gott nichts als Elend und Kummer hervorbringt. Und er sagt hier deutlich, denn ich rief und niemand antwortete. Ich redete und sie hörten nicht und taten, was mir nicht gefiel und hatten ihre Lust an dem, woran ich kein Wohlgefallen habe. Diese Menschen haben gewählt, das Böse zu tun. Sie haben gewählt, Gott nicht zu gehorchen. Und dann erwarten sie, dass Gott ihnen helfen sollte, wenn sie im Unglück sind. Hebräer Kapitel 11. Hebräer Kapitel 11, die Verse 24 bis 26. Hebräer Kapitel 11 und die Verse 24 bis 26. Mose hat auch eine Wahl getroffen, aber er traf die richtige Wahl. Und deswegen war Mose eine ausgesprochen seltene Persönlichkeit. Das heißt hier, durch den Glauben. Zunächst einmal muss man natürlich Glauben haben, dass es Gott gibt und dass Gott von uns erwartet, dass wir das tun, was er uns sagt. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde zu haben, und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Auch hier geht es wiederum um die Belohnung. Die Belohnung, die uns gegeben werden wird, wenn wir uns für Gott und Christus entscheiden. Willens sogar sind, Verfolgungen zu erleiden, wenn wir uns für Christus entscheiden. Wenn wir die Wahl treffen, nicht der vergänglichen Sünde nachzufolgen, dem vergänglichen Genuss der Sünde, sondern Christus zu folgen, selbst wenn dies bedeutet, nun wieder Schmach zu erleiden in dieser Welt. Und sie werden Schmach erleiden in dieser Welt, denn die Welt ist abgeschnitten von Gott. Und sie wird nicht erkennen wollen, dass wir Gottes Kinder sind, wenn wir in der Tat Berufene und Bekehrte Christen sind, die den Heiligen Geist erlangt haben. Es geht um die Wahl. Eine Wahl, die Adam hätte treffen sollen, aber Adam und Eva haben diese Wahl nicht getroffen. Sie haben die falsche Wahl getroffen. Sie haben den Baum des Lebens abgelehnt, indem sie vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen haben. Ich möchte hier auf eine interessante Frage eingehen. Zunächst einmal, als er, Adam und Eva, das ist, als also beide, Adam und Eva, Gott nicht gehorchten, als sie ihm misstrauten, als sie meinten, sie bräuchten nicht ihm zu gehorchen, da haben sie das getan, weil sie die Weisheit dieser Welt angenommen haben. Sie haben vom Baum der Erkenntnis gegessen. Sie haben gemeint, wenn sie das täten, dann bräuchten sie mit Strafe nicht zu rechnen. Dann wären sie so wie Gott. Dann können sie für sich selbst bestimmen, erkennen, begreifen, was gut und was böse ist. Und so hat der Mensch das heute nach wie vor getan und tut es immer noch. In 1. Korinther Kapitel 3, 1. Korinther Kapitel 3, lesen wir die Verse 19 und 20. 1. Korinther Kapitel 3 und die Verse 19 und 20. Da heißt es, die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben, die Weisen fängt an ihrer Klugheit. Und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Das habe ich eben bereits schon gelesen. Ich lese es noch einmal, denn er sagt in Vers 21, darum rühme sich niemand eines Menschen, denn alles ist euer. Und er sagt dann, es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer, ihr seid Christi, Christus aber ist Gottes. Wir sind letztendlich Teil der Familie Gottes, wenn wir bekehrte Christen sind und müssen uns auf Christus konzentrieren, auf Gott den Vater konzentrieren, auf das konzentrieren, was gelehrt wird in der Bibel. Und wenn Sie jemandem nachfolgen, der nicht lehrt, was in der Bibel steht, dann folgen Sie ihm besser nicht mehr nach.
Und auch wenn sie jemanden gefunden haben, der lehrt, was in der Bibel steht, dann machen sie diesen Menschen nicht zu einem Gott und wollen ihn durch von Gott irgendwie ersetzen. Wenn ein wahrer Diener Gottes ihnen die Wahrheit sagt, ist er lediglich ein Instrument und ein Werkzeug Gottes. Schauen Sie, in Hebräer Kapitel 4 lesen wir, dass Adam und Eva sich ihrer Nacktheit schämten und ihre Nacktheit bekleiden wollten. Das hatten wir im ersten Buch Mose gelesen. Und die meinten, dadurch, dass sie ihre Körper bekleideten, wären sie nicht mehr vor Gott nackt. Sie wollten ihre, jetzt im geistlichen Sinne, Nacktheit bedecken. Aber schauen Sie, vor Gott gilt das nichts. Denn Hebräer Kapitel 4, die Verse 12 und 13, da wird uns Folgendes gesagt. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß oder nackt und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Wie Adam und Eva Rechenschaft geben mussten. Sie meinten, sie könnten ihre Nacktheit verbergen. Meinten, dadurch könnten sie ihre Schuld verbergen, ihre Scham verbergen. Aber bei Gott sieht das ganz anders aus. Gott sah durch in ihre Gedanken. Und er wusste, dass sie gesündigt hatten. Natürlich wusste er das. Der war ja nicht überrascht davon, was da geschah. Der hatte das ja deutlich gesehen. Die Frage, die ich Ihnen stellen möchte, ist eine hypothetische. Was wäre geschehen, wenn Adam und Eva vom Baum des Lebens gegessen hätten? Was wäre geschehen? Wie würde unsere Welt heute aussehen, wenn sie Gott gehorcht hätten, wenn sie nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen hätten? Schauen Sie, wir gehen in unserer Broschüre auf diese Frage ein und ich möchte kurz daraus noch zitieren. Es hätte vermutlich niemals Waffen oder Kriege gegeben. Kain hätte Abel nicht getötet. Kein Hunger, keine Hungersnöte, keine schwere körperliche Arbeit, kein Elend oder Schmerz, keine Sklaverei, keine bösartigen Tiere. Und ich möchte hinzufügen, keine Nuklearwaffen, keine Katastrophen, wie sie zurzeit in Japan sich entwickeln und wie sie auch in der ganzen Welt dann sich noch entwickeln werden. Wir lesen weiter. Diese Erde würde stattdessen ein glücklicher Ort sein, eine freie, gedeihende, friedliche Welt. Doch aufgrund der falschen Entscheidung Adams und Evas wurde diese Welt Zeuge von Kains Mord an seinem Bruder Abel. Sie wurde Zeuge von Polygamie, von Waffen aus Bronze und Eisen, von zunehmender Gewalt und Mord und schließlich weltumfassender Niederträchtigkeit, die dazu führte, dass Gott eine Flut über diese Erde brachte und alles Leben vernichtete, was sich nicht in der Arche befand. Auch wenn Gott der Menschheit grundsätzlich den Zugang zum Baum des Lebens zu dieser Zeit verwehrt hat, hatten einige an ihm Anteil, einschließlich des gerechten Abel. Wir lesen dies im Buch Hebräer. Oder Henoch, wir lesen dies in 1. Mose Kapitel 5. Oder natürlich auch Noah. Und auch andere. Nun, wie ich sagte, man kann nur dann Anteil haben am Baum des Lebens, wenn man seine Sünden bereut und wenn man das Opfer Jesu Christi anerkennt. David spricht davon, dass er Sündenvergebung erhalten wollte von Gott. Regelrechte Sündenvergebung. Das ist nur dann möglich, mit Reue und mit der Tatsache, dass er wusste, dass Jesus Christus kommen würde, um für unsere Sünden zu sterben. David und alle die im Alten Testament, die blickten auf dieses Ereignis, das in der Zukunft lag und liegen würde. Wir blicken heute auf das Ereignis zurück, was in der Vergangenheit gewesen ist. Aber wir alle, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, die von Gott berufen worden sind, müssen diese Erkenntnis natürlich haben, müssen an das Opfer Jesu Christi glauben. Wie ich sagte, und wir lesen dies jetzt in der Mengebibel, in 1. Mose Kapitel 3, wurde bereits Adam und Eva gesagt, dass Jesus Christus kommen würde, um für die Menschheit zu sterben. Das war den Alten bekannt, das war David bekannt, das war Abraham, Isaak, Jakob bekannt. In 1. Mose Kapitel 3 lesen wir, was Gott sagt, in Vers 15. Er spricht zu der Schlange, zu Satan, dem Teufel. Er sagt, ich will Feindschaft setzen oder herrschen lassen zwischen dir, also der Schlange,
und dem Weibe und zwischen deinem Samen, das heißt deinem Nachwuchs, deiner Nachkommenschaft, diejenigen, die von Satan inspiriert werden würden, zu tun, was er will, und ihrem Samen, denjenigen, die letztendlich Gott nachfolgen würden. Aber es geht hauptsächlich jetzt um den Samen des Weibes, Jesus Christus. Es würde Feindschaft herrschen zwischen Satan, der herrschte ohnehin bereits schon, und zwischen Gott und Christus. Schauen Sie, was hier gesagt wird. Er, der Same des Weibes, der Nachkomme, Jesus Christus, er wird dir nach dem Kopf treten, oder besser gesagt, er wird dir den Kopf zertreten. Und du wirst ihm nach der Ferse schnappen oder in die Ferse stechen. Das ist natürlich geschehen. Denn Satan war ja derjenige, der Judas dann dazu inspirierte, Christus zu verraten. Aber das war natürlich notwendig, um herauszufinden, zunächst einmal, wer Gott gehorchen würde und wer nicht. Aber es war notwendig, weil Christus ja sterben musste, damit wir Vergebung unserer Sünden erlangen könnten. Und es heißt hier, dass der Kopf des Satans zertreten werden würde. Und schauen Sie, die unglaublich positive Nachricht ist die, es geht nicht nur darum, dass dies natürlich Christus tun würde, wenn er zurückkommen wird in der nahen Zukunft, um Satan und seinen Thron zunächst einmal zu verbannen. Er wird nicht mehr herrschen können über diese Erde. Und Satan wird also für 1000 Jahre dann, wie es heißt, im Gefängnis sein während des Millenniums. Und Christus wird herrschen auf dieser Erde. Aber nicht nur das. Schauen wir uns auch zum Abschluss hier eine Stelle im Römerbrief in Kapitel 16 an. Denn was sagt Gott zu uns, die wir ihm nachfolgen? Über uns muss Satan keine Macht mehr haben. Schauen Sie, und wenn er manchmal kommt, um uns zu versuchen, dann müssen wir natürlich begreifen, dass er genau das Gleiche tun will, was er damals gegenüber Adam und Eva getan hat. Und wir müssen ihm widerstehen, wie Christus dem Satan widerstand, als er ihn versuchte in der Wüste für 40 Tage und 40 Nächte. Und schauen Sie, auch da kam ja Satan und sagte zu Christus, alles das, was dir noch bevorsteht, all die Leiden, die du noch durchmachen musst, um dann letztendlich vielleicht in der nahen oder in der fernen Zukunft, vielleicht 2000, was immer Jahre später, Herrscher zu werden, kann ich dir alles ersparen. Wenn du nur jetzt kommst und mich anbetest, die gleiche Versuchung, die er gegenüber Adam und Eva hervorgebracht hatte. Adam und Eva sind darauf hereingefallen. Natürlich, Christus fiel nicht darauf ein. Er sagte, weiche von mir. Denn du sollst natürlich nur Gott, den Vater, anbeten und ihn verherrlichen. Aber Satan wird es auch heute mit uns tun, wenn wir nicht aufpassen. Und er sagt hier, Gott sagt hier in Römer Kapitel 16, in Vers 20, der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Schauen Sie das, was bereits schon im ersten Buch Mose prophezeit worden ist. Er wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Die Gnade, die Gott uns gibt, dass wir die Wahrheit erkennen können. Dass wir den Heiligen Geist erhalten können. Und die Kraft, die mit dem Erhalt des Heiligen Geistes kommt, Satan zu widerstehen. Mit der Gewissheit, dass die Herrschaft Satans bald ein Ende nehmen wird. Und mit diesem Ende wird auch eine Welt dann zerstört werden, die nur voller Unheil ist, voller Unglück, voller Elend. Und mit einer Welt ersetzt werden, in der es wirklichen wahren Frieden geben wird. Wie gesagt, ich werde mit meiner Familie im April während der Tage der ungesäuerten Brote in Deutschland sein und freue mich vielleicht, einige von Ihnen persönlich kennenzulernen, mit Ihnen zu sprechen, wenn Sie ein Bedürfnis dafür haben sollten. Wir werden in der Nähe von Speyer sein, nebenbei gesagt. Und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.